Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love, bewusst im Gespräch. Auf Conscious Love findest du bewusste Menschen für Freundschaft, Dating und Liebesbeziehungen. Und falls du selbst noch nicht auf der Plattform bist und Teil dieser Gemeinschaft, dann melde dich doch jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbinde dich dort mit weiteren aufgewachten Menschen oder finde endlich deinen Traumpartner, um eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen. Ja, ich bin der Thomas und ich freue mich heute sehr, mit dem Florian Arnoldsson zu sprechen. Lieber Florian, herzlich willkommen. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ja, wunderbar, schön, dass du dabei bist. Ich möchte dich kurz vorstellen, Florian, du bist ein äußerst interessanter Typ. Ich würde dich selbst als ein Mann, ja, einen äußerst bewussten Mann sehen, ein Mann der neuen Zeit, ein Mann, der seinen eigenen Weg geht. Unser Kontakt kam eigentlich übers Instagram zustande. Du hast dort einen begehrten Account und ja, postest dort viel aus deinem Alltag, teilweise auch Themen eben von der, ja, um noch aufzuklären über das, was gerade in der Gesellschaft passiert. Als auch, du machst selbst sehr viel Angebote, du hast eine Akademie, du beschäftigst dich mit Finanzen, mit Vermögenssicherung auch für potenzielle Krisenzeiten, die vielleicht auf uns zukommen, den einen oder anderen betreffen. Hast dich auch schon länger damit beschäftigt, ja, Alternativen zum Wohnsitzland Deutschland aufzubauen und bietest dort auch ja sehr viele interessante Inhalte an. Ja, möchtest du noch was ergänzen? Nee, hast du super gemacht, muss ich sagen. Genauso hätte ich es jetzt auch gemacht. Klasse, ja. Nee, ich finde, du bist ein Vorbild, um andere Menschen zu inspirieren. Ja. Und ich hoffe, ihr lieben Zuhörer werdet auch nach diesem Podcast sehr inspiriert sein. Und wer danach weiter mit dir in Kontakt treten möchte, darf das sicherlich tun. Und ich werde auch einen Instagram-Kanal und Kontakt und so weiter dann verlinken. Ja, was mich sehr interessiert, Florian, ich habe in einem anderen Interview von dir gesehen, dass du eigentlich sehr tief im System verwurzelt warst. Mit Arbeitstätigkeit im Finanzwesen bei der Deutschen Bank. Vielleicht da kurz zum Hintergrund, wie war denn dort dein Bewusstseinsweg? Also wie bist du, was hat dich animiert, sozusagen so tief ins System reinzugehen? Und wie bist du da wieder rausgekommen? Ja, was war so dein Weg? Gab es dort einen Trigger oder war es einfach so ein Prozess? Erzähl mal ein bisschen zu dem Hintergrund, weil ich glaube, das betrifft auch viele aktuell, die vielleicht gerne ihr Leben ändern würden, aber nicht wissen, wie sie es machen sollen, weil sie halt von dem Job abhängig sind oder einfach so tief drin hängen. Und vielleicht gibt es dann Learning, was du mit den Leuten mit auf den Weg geben kannst. Ja, gerne. Also es ist wirklich sehr flach, die Geschichte, weil, muss ich so vorstellen, ich hatte grundsätzlich eine schöne Kindheit, hatte schon immer auch ein bisschen Anerkennung über den Sport, war Handballer. Und bei meiner Family war es tatsächlich so, wenn es mal irgendwie gekriselt hat oder wenn es mal Spannung gab, ging es immer um das Thema Geld. Mhm. Und für mich war relativ klar, ich will mal zukünftig mit meiner Frau immer über alles streiten, aber bitte nicht über das Thema Finanzen. Das muss passen. Und dann ist man einfach dem Weg da gefolgt damals. Also sprich, bin zur Deutschen Bank. Warum? Weil die haben in der Ausbildung am meisten gezahlt. Ja. Mhm. Plus dann noch damals noch, bis dann der Schlüsselbeinbruch kam, die Handballkarriere. Also einem ging es oberflächlich gut. Ja, Thema, bist 18 Jahre alt, hast vielleicht ein korrektes Auto, hast die Anerkennung und ja, dann geht das dann weiter. Also was machst du nach der Ausbildung? Okay, Bankakademie, bildest dich weiter, machst dich dann direkt selbstständig für die Bank. Warum? Weil es da auch am lukrativsten ist. Mhm. Also kurze Rede, langer Sinn. Ist wirklich so, dass man sagt, man ist dem Weg des Geldes gefolgt und wie wir jetzt erkennen, sind wir da ja irgendwo am Ende angelangt. Also wenn ein 18-Jähriger auf Instagram mit einer Rolex was postet und dann die Kommentare drunter sind, das ist aber keine Special Edition, dann weißt du ja, wir sind am Ende des Materialismus angelangt. Ja, ja, und, ja, das sehen wir in vielen Facetten gerade, ja. Ja, und so kam das damals, dass ich tief eingetaucht bin. Handball ging dann nicht mehr, wie gesagt, gesundheitlich und bin dann in dem Bereich, sage ich mal, relativ durchgestartet. Habe natürlich da auch sehr viele Einblicke bekommen, die schon hier und da auch mal ein Bauchschmerzgefühl ausgelöst haben. Gerade was Bank angeht oder Versicherung oder Sonstiges. Und dann immer wieder angeeckt insofern, Thema Finanzamt, brauche ich ja nicht erzählen. Und irgendwie Rechtssystem war auch nicht so ganz, wo ich sage, naja, ist das jetzt gerecht, was hier passiert? Mhm.
Und irgendwann ist man dann halt mental vernarbt und ein bisschen abgestumpft und sagt, okay, jetzt gucke ich mal hinter die Kulissen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann unternehmerisch und dann auch körperlich ausgewandert bin, weil ich gesagt habe, wow, ich wusste nicht, dass es so tief geht und ich wusste nicht, dass wir so sehr ja, geknechtet werden, gerade in unserer Heimat. Und dann ist dann, ja, wie man es so schön sagt, das Fass zum Überlaufen gekommen. Da war jetzt kein Schlüsselerlebnis, muss man sagen, sondern es waren mehrere, die sich aneinandergereiht haben. Und dann ist dann dieser Wandel quasi entstanden, zu so sagen, okay, ich muss das wirklich so aufziehen, dass mir keiner mehr die Lebensqualität nehmen kann. War es für dich ein Schock in dem Moment, wo du mal so angefangen hast, hinter die Kulissen zu schauen, wie das alles funktioniert? Ja, also absolut. Es war ein Schock und irgendwo aber auch dann eine Bestätigung von dem Wesen. Man kommt ja auf die Welt, sage ich mal, als Kind, da ist man ja noch ja Gott irgendwo am ähnlichsten. Also man hat ein Leichtigkeitsgefühl. Ja, man, sage ich mal, fühlt sich vielleicht auch noch mehr zu anderen Themen hingezogen und verbunden. Und das geht ja nie ganz weg, aber es bleibt immer nur noch so ein vages Gefühl dafür. Aber man kriegt ja dann 24/7 andere Sachen eingetrichtert. Also machst den Fernseher an, ey, du musst das kaufen, damit du cool bist. Instagram brauche ich dir nicht erzählen, wie das funktioniert. Dann Werbung ohne Ende. Die Schule bereitet dich auf alles vor, nur nicht aufs Leben. Und du wirst ja ständig dann in Abhängigkeit und in Ablenkung gehalten, damit du nicht zu dir selbst finden kannst. Und dieses vage Gefühl ist aber immer geblieben und durch das Graben ist das dann bestätigt worden. Also es war ein Schock und eine Bestätigung zugleich. Hattest du immer so ein Gefühl, so irgendwas läuft da falsch oder so, Exakt, ja. du bist auf dem falschen Planeten gelandet so? Das habe ich mir oft die Frage gestellt, aber bin ich ja der Einzige, oder? Ja, es geht, ich glaube, es geht vielen so in dem Bereich wirklich, ja, die jetzt am Aufwachen sind, dass das oft lang, dass wir dieses Gefühl rumtragen, so, was mache ich hier eigentlich? Irgendwas läuft falsch, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Ja. Finde ich super. Wie war denn dein Umfeld in dem Moment, wo du dann beschlossen hast, okay, du baust jetzt eine, also du hast ein Unternehmen dann gemacht im Ausland, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, und bist selber ausgewandert. Genau, ich habe alle Zelle in Deutschland abgebrochen. Sage ich mal, der rechtlichen Hintergrundinformation, die ich mir gezogen habe, also wem gehören wirklich die Immobilien, wem gehört wirklich dein Auto, wem gehörst du eigentlich, wenn du so willst? Das ist echt sind krasse Themen da im Hintergrund. Und ja, also Umfeld ist bei mir immer schon zweigespalten. Also es gibt jetzt nicht der sagt, ja, der ist so oder so, sondern bei mir gibt es die mich irgendwo sagen, das passt, der passt voll ins Leben. Und es gibt die, ja, sag ich mal, kritisieren bis zum geht nicht mehr. Also es gibt da keine Grauzone. Das ist da aber auch so geblieben. Und ja, als wir dann in Valencia gelebt haben, ich war ja öfters dann wieder in Deutschland, Familie besucht, Freunde besucht und andersrum, war das schon in Ordnung. Aber den Schritt raus aus dem System, der war schon dann ein riesen, ja, Freiheitsgefühl tatsächlich. Ja, genau. Und du lebst halt seit einigen Jahren in Südafrika meistens, oder? Wo treibst du dich rum? Momentan würde ich sagen, ist es wirklich so, dass es so, ja, monats- oder dreimonatsmäßig woanders ist. Jetzt sind wir gerade in Mexiko, ja, Sehr schön. schauen so ein bisschen, dass wir uns flexibel halten, weil noch nicht ganz klar ist, wo geht die Reise ja, gesamtpolitisch oder gesamtgesellschaftlich hin. Das sind ja viele Optionen noch offen und momentan finde ich halt, wenn man flexibel sich aufstellen kann, finde ich extrem angenehm. Wenn du von wir sprichst, dann meinst du deine Frau, Freundin, Partnerin Genau, damit, oder? meine Frau ist Frau, ihr dabei, seid genau, sie, ja. ja. Wie lange seid ihr ein Paar? Wir sind seit 2018, Anfang 2018, ein Paar, Super. ja. Aber da gab es da eine Plattform noch nicht. Aber wir wären jetzt auf jeden Fall dabei, denke ich mal. Ja, es freut mich zu hören. Eben, und ja, wir machen ja den Podcast, um die Menschen auf der Plattform auch zu inspirieren, oder? Und Thema ist oft eben bewusste Beziehung. Und was ist so, also wenn ich das von dir höre, oder du lebst einen bewussten Lifestyle, hast eine Partnerin, also eine Frau an deiner Seite, die das auch so sieht, die da mitmacht, die mitkommt, ihr beide gestaltet das vielleicht zusammen. Was würdest du sagen, so unterscheidet eure Beziehung vielleicht von so einer, naja, Mainstream-Beziehung, jetzt überspitzt gesagt. Was macht ihr anders, oder was ist so das Bewusstsein in eurer Beziehung, dass ihr lebt? Naja, ich sag mal so, die letzten jetzt fast 3 Jahre, die waren bei uns natürlich auch volatil, muss man ganz klar sagen. Also erstens, als das Ganze jetzt an die Oberfläche getreten ist mit, sag ich mal, der Verpackung Corona,
war ja doch irgendwo generell nochmal ein Infragestellen auch noch des aktuellen Lebens. Also wir haben natürlich auch irgendwo, sage ich mal, das Leben genießen können, ohne jetzt überall tief einzutauchen. Als es dann aber so offensichtlich geworden ist, bin ich ja gerade im Umfeld nach außen gegangen und ja, als dann nach Südafrika, als wir in Südafrika gelebt haben, diese Komplettverarsche mit Omikron kommen sollte, bin ich ja dann auch in die Öffentlichkeit gegangen. Das ist ja der eigentliche Grund, warum mich das auf Insta gibt. Ich war ja vorher nicht auf Insta oder so und hatte auch keinen Telegram-Kanal. Ich habe das im Umfeld schon immer kundgetan. Meine Mutter sagt immer, du hast Ecken und Kanten, damit andere sich dran festhalten können. Jawohl. Und ja, so war das schon immer im Umfeld. Und das, was ich jetzt mache, ist nichts anderes, als was ich im Umfeld gemacht habe. Also nur nach außen getragen. So. Und da gab es auch bei uns in unserer Beziehung gerade am Anfang schon auch Spannungen, wo gesagt wird, naja, jetzt bist du ja öffentlich irgendwie und wie denkt man dann jetzt über uns? Ja? Und diese Entwicklung, die dann, die wir gemeinsam durchgemacht haben, die ist halt schon krass. Also das hat jetzt nochmal wirklich zusammengeschweißt. Und das ist ja auch genau das, denke ich mal, was dir dann damals auch im Kopf rumgegangen ist, dass wir auf der einen Seite die Zeit haben, das vom Loslassen. Also jeder muss irgendwo privat, also was ich so an Feedback bekomme, loslassen, ob es jetzt im Familienumkreis ist oder auch im Freundesumkreis, aber auf der anderen Seite treffen sich jetzt natürlich auch die richtigen Seelen, ja. Und die Menschen, die halt ein gewisses Wertegerüst haben. Und das hat uns nochmal dann eigentlich mehr zusammengebracht, auch wenn die Zeit herausfordernd ist. Also ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn man ohne gelbes Malbuch durch die Welt reist, oder dann in Deutschland ohne Maulkorb in der krassesten Zeit rumgelaufen ist, dann eckt man halt wieder mal an. Das ist dann nicht Definitiv. immer angenehm, ja. Ja. Aber es hat uns insgesamt auf jeden Fall weitergebracht, ja. Ja. Ja, das ist spannend, oder? Weil du kannst eigentlich in einer sehr glücklichen Beziehung sein vor der ganzen C-Thematik und dann kommt sowas und dann kann es sein, dass die Werte plötzlich komplett auseinandergehen und du wusstest das vorher gar nicht, oder? Und das heißt, wenn du da mit einer Partnerin schon bist und dann passt das da auch noch wertemäßig zusammen und ihr habt da eine ähnliche Ansicht, hast du eigentlich also echt Glück gehabt, ja, in der Zeit. Ja, also gerade das, ich habe ja jetzt, seitdem ich da, wenn du so willst, mich da offenbart habe, irgendwo täglich Telefonate mit der Community, weil ich ja wirklich eins zu eins helfen will. Und also du kannst dir nicht vorstellen, wie viel kaputt gegangen ist. Also wie viele Beziehungen, Ehen nach einigen, also nach 20 Jahren oder sowas, Freundschaften und so weiter auseinandergegangen sind. Und die Leute suchen natürlich jetzt händeringend nach dem Ausgleich. Und das passiert ja auch gerade auf allen Ebenen, ob jetzt online und offline. Und das ist das Schöne auch an dieser Zeit. Aber ja, ist halt schmerzhaft, muss man teilweise sagen, wenn man Ja, halt loslassen muss. ich kenne auch viele, die eben aufgrund der Thematik dann ja jetzt vielleicht nicht mehr zusammen sind, aber wie soll ich sagen, es ist auch so wie so ein Reinigungsprozess, der gerade durch alle durchläuft, ja, wo das dann halt irgendwie Teil dieses, auch wie du sagst, dieses Loslassens ist. Und es klärt sich recht viel, oder? Und ja, wir sind irgendwie auf dem Weg in was Neues. Ich wollte dich noch fragen, du beschäftigst dich ja viel mit Finanzen, investieren. Habe jetzt auch gesehen, du bist Speaker bei dem Krisenkongress, wo du über Vermögensschutz sprichst. Wie wichtig ist für dich denn finanzielle Freiheit, insbesondere dann auch bei deinem Lifestyle aktuell, also auch dann ja in der Beziehung sozusagen für die Frau zu sorgen oder eine Familie aufzubauen? Ja, also das war ja, wie gesagt, damals die Motivation, dann auch diesen Weg einzuschlagen, also bei der Bank oder auch direkt in die Selbstständigkeit, weil ich relativ schnell gemerkt habe, okay, wenn jemand einfach offiziell 50% von dem wegnimmt, was du leistest, ist irgendwie blöd. Ist ja fast noch mehr dann, ja, wenn du alles Genau, zusammenzählst. hab dann, ja, also als Angestellter sind es über 80, wenn man konsumiert, ja. Genau. Als Selbstständiger habe ich gedacht, in Deutschland kann man das cleverer machen, bis ich dann verstanden habe, ist in dem Land jetzt auch nicht so sinnvoll. Also das ist schon immer ein Motivator gewesen. Ich denke, das ist immer noch ein Motivator. Also Freiheit ist wirklich eine Art Bestimmung. Bisher war es ja finanziell geprägt, dass wenn man, sage ich mal, finanziell sich da clever angestellt hat, kann man natürlich mehr Freiheiten genießen. Aber ich stelle natürlich jetzt auch, oder hat sich ja offenbart, dass das ganze Geldsystem, so wie uns das natürlich auferlegt worden ist, weil du und ich, wir haben jetzt 1913 nicht mitentscheiden können, machen wir jetzt mal eine Zentralbank in den USA auf oder nicht, die dann Geld drucken darf in privaten Händen und die Staaten sich abhängig machen. Sonst hätten wir vielleicht damals gesagt, hätten wir vielleicht anders entschieden oder ich sag mal, waren ja die richtigen Leute, waren ja auf der Titanic, die dagegen waren, wenn du verstehst, was ich meine. Wir wissen auch nicht, die meisten denken ja, die Titanic ist gegen Eisberg gefahren.
Ja, und ich stelle halt schon das ganze System irgendwo dann auch in Frage, weil das, was wir jetzt halt sehen, ist ja die Endzeit des Materialismus. Also wir definieren oder viele definieren sich darüber, wenn man jetzt sieht, wie die Gesellschaft sich jetzt auch in der Zeit, wo es dann ums Wichtigste ging, also um die Gesundheit oder um die Kinder, wie die Gesellschaft sich verhalten hat, dann muss sich ja was ändern, ja. Und angefangen natürlich mit dem Geldsystem, weil davon sind wir alle abhängig gemacht worden, ja, ohne dass wir da großen Einfluss hatten. Und da müssen wir rauskommen. Ob das jetzt mit den altbewährten Mustern funktioniert, wage ich zu bezweifeln, sondern da muss schon ein großes Rad gedreht werden und da muss sich vieles auch im Außen ändern. Ja, aber ich meine, solange wir in dem Geldsystem leben und das Geld irgendwie brauchen, im täglichen Bedarf, müssen wir doch irgendwie Geld verdienen, oder? Und das nutzen. Ja. Jetzt möchte ich dich fragen, was hat Geld und Fülle mit Bewusstsein zu tun? Kann jemand gut Geld verdienen und trotzdem bewusst sein? Ja, Geld ist ja eigentlich nur ein Synonym für Energie. Also, und zwar ein sehr liquides. Also, das ist das Tauschmittel früher gewesen. Ja, und das ist eine Art Energie sozusagen. Und natürlich eine Art Glaube. Also, solange alle an Krypto glauben, funktioniert das. Solange alle an Gold glauben, funktioniert das. Und solange alle an gedruckte Papiere glauben, funktioniert das. Ja. Also, es ist auch schon was Spirituelles. Man sollte das jetzt nicht komplett abtun, dass man, wenn man vermögend ist, sag ich mal, nicht spirituell oder ja, auf anderem Wege ist, sondern wenn man das verstanden hat, wie es funktioniert, ist das reinste Energie, ja, weil die Welt halt nun mal jetzt auch so aufgebaut ist. Und von daher ist da schwer, eine Wertung reinzubringen. Das Problem ist halt nur, wie es missbraucht wird und wer dahinter steckt und wo die Ströme halt hinfließen, weil es gibt halt, wie gesagt, einen kleinen Kreis, der nicht daran interessiert ist, dass wir komplett in Freiheit leben, ja. Ja, finde ich sehr spannend, wie du es dargestellt hast. Finde ich super. Eben, du beschäftigst dich auch mit Bewusstseinsthemen, auch mit energetischen Sachen. Hast du dort eine eigene Routine, spirituelle Praxis, dass du meditierst oder bestimmte Sachen machst, die dir einfach helfen, da klar zu bleiben in dieser Zeit? Ja, also um ganz offen zu sprechen, in die letzten 2,5 Jahre sind, was das angeht, schon herausfordernd. Also ich bin merke noch viel Wut in mir auf das, was so passiert oder was sich offenbart oder auch teilweise wie Menschen oder was sie mit sich machen lassen. Aber klar, in sich hineinhören. Also ich kompensiere das momentan mit Sport, das ist aber auch eher im Außen. Das ist ja auch eine Art Ersatzreligion irgendwo, ja, wenn man so will. Auch das wird uns jetzt langsam genommen mit dem Thema Gentherapie. Schade trotzdem nicht, dass du dann am Strand gut Ja, aussiehst. als erstens das und das ist einfach auch ein Lebensgefühl, ein Körpergefühl. Ja, also wir haben ja uns wurde ein Körper gegeben, in dem man jetzt eine Zeit lang wohnen darf und dann sollte man das genauso sauber halten wie alles andere auch. Ja, egal ob jetzt auch geistige Nahrung oder die andere Nahrung, die wir zunehmen, da sollte man schon drauf achten, definitiv. Das ist aber auch ein Punkt, eine Entwicklung, die da nach und nach kommt. Ja, und um auf deine Frage einzugehen, ja, es gibt natürlich so Routinen, die man dann sich aufbaut. Auf Reisen ist das ein bisschen schwieriger, weil man nicht so einen richtigen Alltag hat. Ich habe hier natürlich Affirmationen dabei, ich habe dann Bücher dabei. Klar, es gibt hier schöne Ecken, wo man sich mal in die Hängematte legen kann oder am Meer einfach mal zur Ruhe kommt. Aber durch die Aufklärungsarbeit, ganz offen gesprochen, ist das schon einigermaßen in den Hintergrund getreten tatsächlich. Was ist dein Lieblingsbuch in dem Bewusstseinsbereich? Oh, da gibt es viele. Also ich hätte fast gesagt, Theta Healing Teil 1. Jetzt Okay, cool. fragst du mich wahrscheinlich, kennst du es, weil ich habe mir jetzt gerade vergessen, wie es geschrieben hat. Wie heißt es denn? Divana Stibal. Jetzt muss ich mal gucken. Also ich habe sie irgendwo hier auf jeden Fall. Ja, also Theta Healing kenne ich ja. Theta Ich meine, Healing, ja. gibt viel Literatur dazu. Ja. Ja, du beschäftigst dich auch viel mit dem Bewusstseinswandel, der jetzt aktuell auf Erden passiert. Denkst du denn, dass wir in 10 Jahren in einer neuen Gesellschaft leben werden? Ja, immer noch im Wandel, aber natürlich anders wie jetzt. Das ist, wenn man das jetzt geschichtlich betrachtet, ist ja 10 Jahre ein Wimperschlag, ist ja gar nichts. Ja? Also wir empfinden gerade die Zeit intensiv. Manche haben aber auch ein anderes Zeitempfinden. Für die einen geht der Tag total schnell rum. Wenn ich aber zurückdenke, dass es nur 2,5 Jahre ist mit dem Ganzen, was draußen jetzt gerade passiert, ist es irgendwie doch kurz. Ja, also es ist ganz, ganz komisch, ja, was die Zeit angeht. Da kann man sich auch mal mit beschäftigen, wer uns den Kalender auferlegt hat und die Ich merke Zeitrechnung. schon, du bist Ja, echt in allen Themen drin, ne? das ist schon crazy auf jeden Fall. Ja, wir werden auf jeden Fall in einer anderen Gesellschaft leben.
Ich hoffe mal, dass da, sage ich mal, die lichte Seite die Oberhand hat und dass wir dann wirklich bewusster mit uns umgehen. Ja. Meinst du, das kommt aus dem aktuellen System heraus, dass hier und da was verändert wird und dann entwickelt sich das anders und zum Wohl der Menschen? Oder glaubst du, das muss sich komplett neu erfinden, irgendwie erstmal parallel und dann, ja, dass so parallel Strukturen aufgebaut werden und existieren und das andere dann mehr und mehr an Aufmerksamkeit verliert, oder? Ja, also Parallelstrukturen gibt es ja jetzt schon. Da gibt es ja ganz viele, sage ich mal, Richtungen, die da unterwegs sind. Aber generell ist es so, dass es wahrscheinlich so sein muss, dass, sag mal, wie beim kleinen Kind, dem kannst du jetzt zehnmal erzählen, die Platte ist heiß, sie muss einmal draufgreifen, damit man es spürt. Und ich habe gerade das. Die Befürchtung, dass es zum Beispiel bei uns in der Heimat, bei uns Deutschen so schlimm erstmal werden muss, dass die Leute dann bereit sind zu sagen, es muss anders werden. Und da habe ich schon gedacht, und das ist auch Teil meiner Wut, dass es bei den Kindern eigentlich schon so weit gewesen wäre, war es anscheinend nicht. Jetzt geht es an den Geldbeutel. Da könnte ich mir vorstellen, dass dann auch die Deutschen sagen, okay, jetzt reicht's. Und ich glaube, es wird aber noch mal relativ heftig, bevor es dann aber besser wird. Ja, also es wird aus dem Schlechten was Gutes entstehen. Cool. Ich sehe das ähnlich und ich kann mir auch vorstellen, dass. Also, ja, ich sehe das so. Ich glaube, jeder kriegt so seine Chance zum Aufwachen oder mal wirklich so aus der persönlichen Betroffenheit heraus dann Dinge zu hinterfragen, oder? Und das jetzt mit dem großen Aufwachen und so ist immer ein riesiger Begriff, aber ich merke es auch in meinem persönlichen Umfeld. So ja, das Thema von vor 2 Jahren, das hat viele noch nicht so bewegt. Jetzt mit der Energiekrise und so, was da gespielt wird, da fangen plötzlich Leute dann doch anders an, nochmal das anders zu hinterfragen, weil sie, ja, ich meine, stell dir vor, 2 Wochen geht der Strom aus, dann sind viele Leute ganz anders betroffen, persönlich, wo es wirklich ans Eingemachte geht oder wirklich an die Lebensgrundlage. Und dann ist dann wie so ein Switch, der dann doch bei einigen nochmal fällt. Und wer weiß, was noch kommt. Also ich glaube, jeder kriegt so seine Trigger, um mal, um das vielleicht zu hinterfragen, was da so abgeht. Also ich denke auch spätestens, wenn das Geldsystem crasht, und das sind wir ja, wenn du so willst, 5 vor 12 oder eigentlich schon 1:15, dann wird es viele treffen und dann wird genügend Zeit und auch Energie da sein, aus der Wut vielleicht heraus oder aus der, sag ich mal, aus dem Schock heraus zu sagen, okay, wie kann es denn jetzt weitergehen? Und dann werden natürlich Menschen, die schon seit 2 Jahren oder seit einigen Jahren sich damit beschäftigt haben, die werden natürlich auch die Aufgabe haben, aufzufangen. Ja. Und daraus wird dann das Neue entstehen. Wann das passiert, keine Ahnung. Dass es passiert, ist relativ klar. Das wird nochmal dann, wie gesagt, relativ ruckelig werden für die meisten, ja. Das find ich schön, dass du sagst, dass die, dass die Leute dann aufgefangen werden. Und du nennst dich im Instagram ja auch selbst als Lichtbringer. Was heißt das für dich? Das wollte ich dich noch fragen. Ja, es ist krass. Also wir haben ja, als das Ganze angefangen hat, sind wir erstmal nach Bali gegangen und da habe ich eine Palmblattlesung gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob dir Oh, das cool. was sagt, ja. Und natürlich, wenn man das erstmal dann hört, denkt man, okay, was ist denn damit gemeint? Und da stand unter anderem drin, das war dann 2020, dass ich 2021 ja das Licht bringen werde. Das hat er mir dann vorgelesen. Ich habe es ja Gott sei Dank auch noch da. Ich höre das hier und da mal ab. Und ja, Licht ins Dunkle bringen war der genaue Wortlaut. Und als ich dann halt in Südafrika war, war ja nie mein Bestreben zu sagen, ich mache jetzt mal einen Instagram-Kanal oder Telegram oder berate die Leute mit dem, was da jetzt im Hintergrund passiert, weil das ist natürlich auch ein heißes Eisen. Also es hat ja auch Gründe, warum wir auf Reise sind. Kannst dir vorstellen, dass man in gewissen Kreisen Persona non grata inzwischen ist. Und das war so ein Punkt, wo es dann bei mir Klick gemacht hat, als ich dann, ich habe ja wirklich nur das Video gemacht in Südafrika, um meiner Family zu sagen, auf eine witzige Art und Weise, hey, macht euch locker, hier unten ist nichts, alles cool. Und irgendjemand hat das weitergesendet und jetzt haben wir 70 Millionen Klicks insgesamt gehabt. Und das ist ja der Irre. Grund, warum das Ganze entstanden ist. Ich habe ja nie gesagt, ich will das machen. Und daraus ist dann die Nachfrage gekommen und dann habe ich das alles kreiert. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wie kann man sich da nennen? Und in der Kombination mit Licht ins Dunkle bringen, fand ich den Begriff Lichtbringer ganz gut oder ja, Wahrheitslobbyist, wie auch immer. Im Endeffekt kommt halt alles an die Oberfläche und wenn ich da einen Teil dazu beitragen kann, dann ist das ja auch was Schönes.
Ja, da passt der Lichtbringer ja gut. Sag doch nochmal für die Zuhörer, was sind so die Angebote, die du aktuell anbietest für Menschen, die sich da weiter informieren wollen oder die deine Unterstützung Ja, anfragen also möchten? grundsätzlich natürlich aufgrund meiner ehemaligen Tätigkeit habe ich natürlich Einblicke, wie, sage ich mal, das System funktioniert, plus Einblicke mit, ich nenne es mal, verbotenen Wissen, wie man ja, sich schützen kann in dieser Zeit, rechtlich und finanziell. Also Thema Ausstiegs, also ich sage mal Standardgeschichten so, wie muss ich keine GEZ mehr zahlen oder Zensus oder was ist jetzt hier? Können die mein Haus wirklich enteignen? Ja, oder wie, was mache ich jetzt mit meinen Versicherungen? Oder ist das Geld noch sicher auf der Bank? Also wirklich so die Standardfragen. Und generell biete ich halt Beratung an. Ich kann, gibt natürlich auch einen anderen Bereich. Wie kann ich jetzt relativ schnell autark auch international leben? Also passives Einkommen und so weiter und so fort. Einfach die Themen dieser Zeit sozusagen. Und die meisten sind momentan natürlich in einer Art Modus, wo sie sagen, ja, wie kann ich mich jetzt für das, was kommt, vorbereiten? Da gibt es einen Plan B Videokurs, wo ich sage, guck mal, den solltest du immer in der Tasche haben, egal auch wenn du jetzt erstmal in Deutschland bleiben musst, aber den, diese Hausaufgaben solltest du gemacht haben. Also internationale Geburtsurkunde apostillieren lassen, zwei Reisepässe, wie beantrage, wie kriege ich die überhaupt, ja? Gibt es die Möglichkeiten, einen Journalistenausweis zu bekommen, damit ich einfach bei gewissen Sachen schneller durchgehen kann? Also so kleine Tricks für diese Zeit, ja, internationale Konten, wie kann ich mich einfach diesem System, gerade in Europa und die EU ist nun mal Endspielzone, entziehen und ein relativ freies Leben leben. Das ist so Cool. die Überschrift. Das ist natürlich sehr individuell. Ja, ist cool und du lebst es ja auch vor, ja, das heißt, du hast die Erfahrung dazu und kannst da voll authentisch das anbieten. Wie geht es denn bei dir weiter? Wie geht es bei dir Ja, persönlich weiter nach Mexiko, in Mexiko? Wie lange bleibst du dort? also dadurch, dass ich mich ja so aufgestellt habe, kann ich überall immer bleiben, sagen wir es mal so, durch das, was ich gerade erklärt habe. Also wenn man sich richtig ausstattet, hat man dann mit Visum und so weiter keine Probleme. Aktueller Stand ist tatsächlich, dass wir so ein bisschen von Monat zu Monat planen, weil ich erwarte einfach demnächst, dass es einen Riesenschlag tut. Und dann muss man halt schauen, wo kann man das vielleicht aussitzen oder ja, was kann man tun. Aber grundsätzlich ist Deutschland natürlich die Heimat und da werden wir auch immer regelmäßig sein. Aber der Plan jetzt erstmal ist jetzt wirklich, weil die Aufklärungsarbeit, das sind halt täglich viele Telefonate als Beispiel, Telegram, den Kanal weiter bearbeiten. Und dann gibt es natürlich genügend Themen, die von außen an uns herangetragen werden, die man verarbeiten muss, weil viele sagen jetzt zum Beispiel, oh Mann, als Beispiel jetzt, was aktuell ist, Istanbul, um Gottes Willen Terror. So, wo ich dann relativ schnell vernetzt bin, sage, ja, schön, nur die Videos, die du gerade gesehen hast, sind aus 2016 übrigens. So, also man muss immer wieder die Leute daran erinnern, dass hier was ganz Großes läuft und auf Kurs halten sozusagen. Und das ist das, was wir machen. Und wir kombinieren das natürlich mit dem, was man ein süßes Leben nennt. Also man kann es hier in Mexiko schon ganz gut aushalten und es schmeckt jetzt auch nicht so schlecht. Und das ist so momentan, wie wir es machen. Also wir bleiben flexibel und ich kann dir jetzt noch gar nicht sagen, wo ich genau in 3 Monaten sein werde. Okay, cool. Ja, auf jeden Fall super. Welchen Tipp würdest du Menschen bei uns auf der Plattform geben, die gerade dabei sind, also die auf der Suche sind für eine bewusste Partnerschaft oder eine neue Beziehung aufbauen möchten? Ja, also der Riesenvorteil ist ja tatsächlich, im Gegensatz zu früher, dass wenn man sich in, also wenn man auf der Plattform gelandet ist, hat es ja Gründe, ne? Das heißt, aus meiner Sicht stimmt da schon mal die Grund, also diese, sag ich mal, die Eckpfeiler einer Beziehung, die sind wahrscheinlich relativ schneller gefunden als früher. Ich sag jetzt mal Tinder-Schwindel oder wie auch immer die ganzen Dinge heißen, wo man sagt, okay, da ging es jetzt erstmal um äußerliche Sachen eventuell. Und von daher glaube ich, dass wenn man eine gewisse Basis hat, von der, aus der man dann auch starten kann, dann ist es vieles andere, sage ich mal, gar nicht mehr so entscheidend, was, ob da noch mehr passen muss, sondern man passt sich da an und man, wie gesagt, wenn man durch diese Zeit jetzt mit dem Bewusstsein gegangen ist, ob die oder der dann blonde Haare hat oder blaue Augen, was auch immer, ist ja nicht mehr so wichtig, sondern man ist sich da in diesem Grundsätzlichen einig und das sollte man dann einfach ja, antesten sicherlich und nicht zu schnell vielleicht dann irgendwie ja, mehr erwarten, sondern das ist schon eine geile Grundlage auf jeden Fall. Super, das ist auch ein schönes Schlusswort.
Ja, damit würde ich das auch knackig halten. Ich danke dir vielmals für deine Inspiration. Ich hoffe, euch, lieben Zuhörer, hat das inspiriert. Und wer weiteres über Florian erfahren möchte, ich verlinke deine Kanäle in der Beschreibung. Und du bist sicher offen, wenn jemand ein Angebot von dir wahrnehmen will. Ja, ich freue mich, mit dir in Kontakt zu sein und bedanke mich nochmals für das spannende Gespräch. Ja, ich danke für die Einladung und dir alles Gute auf jeden Fall. Ich finde es eine mega Idee und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Dankeschön. Ja, und für euch, liebe Zuhörer, seid ihr, wenn ihr noch nicht bei Conscious Love angemeldet seid, meldet euch kostenfrei mal an, schaut rein, connectet euch mit genauso bewussten Menschen oder findet endlich euren Traumpartner, um gemeinsam durch die Zeit zu kommen oder eine Lebensvision umzusetzen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen bewussten Abend und bis zum nächsten Mal, euer Thomas.